Hi, ich bin Erik von Die Ringe. Und ich bin Paul von Die Ringe. Und im heutigen Video erklären wir euch den Unterschied zwischen einem Slingtrainer und den Turnringen. Wir gehen auf beide Sportgeräte ein und zeigen euch die Vor- und Nachteile. Los geht's! Die Ringe. Slingtrainer und Turnringe. Zwei Sportgeräte, die sich auf den ersten Blick stark ähneln. Dennoch gibt es viele Unterschiede in der Nutzung und Übungsvielfalt. Sie haben beide ihre Daseinsberechtigung und sind für verschiedene Trainingsziele geeignet. Im folgenden Video möchte ich dir daher erklären, welche Vorteile das jeweilige Trainingsgerät bietet. Der Slingtrainer besteht aus zwei Griffen, die an aufeinander zulaufenden Gurten befestigt sind. Zusätzlich befinden sich an den Griffen Fußschlaufen, welche dir intensive Übungen am Boden ermöglichen. Ein Markenslingtrainer kostet ca. 120 Euro. Turnringe haben pro Ring einen eigenen Gurt und müssen separat aufgehängt werden. In der Regel sind die Gurte länger als beim Slingtrainer. Unsere Turnringe bekommst du für ca. 65 Euro. Die Preise beider Produkte erscheinen relativ hoch. Natürlich besteht die Möglichkeit, Discount-Modelle für einen geringeren Preis zu kaufen. Jedoch rechtfertigen die sehr lange Lebensdauer und die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten den Griff ins Portemonnaie. Beide Geräte können dich über mehrere Jahre begleiten und fast dein ganzes Fitnessstudio ersetzen. Kommen wir nun zum Gewicht. Der Slingtrainer wiegt insgesamt nur 700 Gramm. Turnringe hingegen bringen ungefähr 1,5 Kilo auf die Waage. Dennoch sind beide Geräte ideal für das Training unterwegs oder auf Reisen, da sie perfekt in deinen Rucksack passen. Der Aufbau des Slingtrainers ist schnell erledigt. Es muss nur ein Gurt an einem Ast oder einer Stange befestigt werden. Da die Höhe jedoch nur in geringem Maß verändert werden kann, eignen sich nur Stangen auf maximal 2 Meter Höhe. Wie du sehen kannst, ist in unserem Fall die Decke zu hoch und der Slingtrainer reicht nicht bis zum Boden. Für den Aufbau der Turnringe benötigst du doppelt so viel Zeit, da zwei Gurte befestigt werden müssen. Dafür sind sie aber flexibler in der Höhenverstellung. Außerdem lassen sich die Ringe im Gegensatz zum Slingtrainer auch unterschiedlich hoch aufhängen und erweitern so deine Übungsmöglichkeiten. Der Slingtrainer ist für Körpergewichtsübungen mit Bodenkontakt gedacht. Mithilfe deines Körpergewichts bildest du den Widerstand für deine Muskulatur. Dabei ergibt sich vor allem bei Zugübungen eine große Auswahl an Varianten, die sich mithilfe deiner Körperhaltung in der Intensität verändern lassen. An den Turnringen lassen sich die Zugübungen gleichermaßen ausführen. Es ist kein wirklicher Unterschied erkennbar, sodass hier keines der beiden Geräte die Nase vorne hat. Bei Drückübungen wie Liegestütze zeigt sich beim Slingtrainer ein Nachteil. Da beide Gurte zu einem Ankerpunkt zusammenlaufen, wird der Raum für deinen Körper zwischen den Griffen ziemlich klein. Bei einer engen Ausführung reiben daher die Gurte an den Schultern bzw. Armen. Der Slingtrainer zwingt dich durch diese Konstruktion zu einer breiten Ausführung der Liegestütze. Bei den Turnringen besteht das Problem nicht, da die Gurte parallel zueinander nach oben verlaufen. Du kannst Liegestütze in verschiedensten Variationen ausführen, ohne durch das Material eingeschränkt zu werden. Willst du Bizeps Curls oder Trizeps Extensions in dein Training einbinden, so kannst du beim Slingtrainer deine Handgelenke immer neutral halten, denn die Griffe lassen sich drehen. Die starren Ringe hingegen musst du durch die Hände rutschen lassen oder mit dem False Grip greifen. Dies muss aber kein Nachteil sein, da du so die Beweglichkeit deiner Handgelenke schulst. Eine Menge an Übungsmöglichkeiten bietet der Slingtrainer für deinen Unterkörper. Er ermöglicht den Einsatz der Oberkörpermuskulatur und du kannst so das Körpergewicht reduzieren bzw. Übungskombinationen ausführen. Dieselben Übungen sind auch mit dem Turnring möglich. Für den Einstieg in das Krafttraining hast du somit eine gute Auswahl an Basisübungen wie Kniebeugen oder Ausfallschritten. Größere Unterschiede sind zu erkennen, wenn bei Übungen die Füße in den Schlaufen bzw. in den Ringen sind. Hier hat der Slingtrainer klare Vorteile. Die Füße sind schmerzfrei und rutschfest im Slingtrainer verankert. Die Holzringe hingegen sind für derartige Übungen unkomfortabel. Sie verursachen mit der Zeit Druckschmerzen am Fuß und rutschen gelegentlich hoch Richtung Schienbein. Diesen Minuspunkt kompensieren die Turnringe jedoch durch ihre Vielzahl an Übungen ohne Bodenkontakt. Dips und Klimmzüge als Grundübungen des Krafttrainings sowie viele weitere darauf aufbauende Elemente sind an den Turnringen erlernbar. Sie bieten dir dadurch die Chance, dich immer weiter im Training zu steigern. Der Slingtrainer ist für solche Elemente nicht ausgelegt. Er bietet zwischen den Griffen kaum Platz für Stützelemente.
Außerdem beginnst du dich zu drehen, da die Gurte nur an einem Ankerpunkt fixiert sind. Ein weiterer Grund, weswegen Elemente wie der Klimmzug oder gar der Muscle-Up am Slingtrainer nicht funktionieren können, ist die geringe Höhenverstellbarkeit. Schlussendlich haben beide Trainingsgeräte ihre Vor- und Nachteile. Sie sind handlich, passen in den Rucksack und sind daher gut für das Training unterwegs geeignet. Mit beiden Geräten lässt sich der gesamte Körper trainieren, wobei der Slingtrainer seine Stärken in den einfachen Körpergewichtsübungen mit Bodenkontakt hat. Er bietet, mit Ausnahme der Liegestütze, viel Komfort durch die flexiblen Griffe und die Fußschlaufen. Die Turnringe hingegen zeigen ihre Stärke in der Bewegung ohne Bodenkontakt. Sie eröffnen dir viele Übungsvariationen, die immer wieder für neue Reize im Training sorgen. Dem Training an den Ringen sind keine Grenzen gesetzt und selbst fortgeschrittene Sportler erwarten stets neue Bewegungen, die das Muskelwachstum fordern. Ich hoffe, ich konnte dir einen Einblick in die Unterschiede beider Trainingsgeräte gewähren und bin gespannt, ob du noch weitere Merkmale kennst, die das Equipment unterscheiden. Schreib es uns gerne in die Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Video.